Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Ja, ich komme gerade frisch aus dem zweiten Teil. Ich habe gerade den optionalen Boss, den letzten optionalen Boss, diese komische Rüstung erledigt und bin sehr stolz. Bin immer noch voll verschwitzt und ja, weiß nicht, wie ich das geschafft habe in einem Part, so 25 Minuten. Das war schon ein bisschen krass. Gut, ja, mal reinschauen, ne? Fremdwerbung und so. Ja. Ein Spiel von, habe ich vergessen, Square Enix und Disney für die PS3. Von mir Let's Play für euch. So, haben wir das auch. Ich wollte schon wieder zurück sagen. Also, willkommen zurück, aber ja. Habe es da doch im letzten Moment mich gerettet. Weil das ist so eine blöde Angewohnheit. Wenn man hier mehrere Let's Play schon gesehen hat von mir, dann weiß jeder aber schon, was ich meine. Ja. Das momentan letzte Spiel, was gerade auf dem Markt ist, das ich Let's Playen kann, per PS3 und PS4. Es gibt noch Dream Drop Distance, aber das kommt mit der 2.8 Version, die im 24. Januar herauskommt. Und ja, das werde ich dann auch Let's Playen. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge ich mache. Weil in 2.8 ist auch eine kleine Story zu Birth by Sleep dabei, welche glaube ich nicht so lang ist, aber weiß nicht, in welche Reihenfolge ich das machen soll. Soll ich erst Dream Drop Distance machen und dann 0.2 oder umgekehrt? Ich weiß es nicht. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier um Kingdom Hearts Birth by Sleep und ja, dürft euch nicht wundern, gleich wird's ein bisschen still, weil da kommt das Intro und das tun wir, obwohl ich kann das, glaube ich, erst skippen. Und später kommt das sowieso noch mal, wenn wir ein neues Spiel starten. Ich glaube, so läuft das, ja. Und irgendwie besser rüber, habe ich so das Gefühl. So. Also, übrigens, das erste Spiel, was ein vollkommen anderes Kampfsystem hat, wie die anderen, die ich bisher jetzt played habe. Also, Chain of Memories hat auch ein anderes, aber trotzdem. Ja, Disney Interactive Studios. Square Enix. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt in 24 Parts schaffe. Ich könnte jeden Charakter, übrigens Spoiler, hier spielt man mehrere Charaktere. So, das tun wir jetzt erstmal skippen und wir sehen unsere vier Hauptcharaktere, deren Namen wir noch nicht wissen, aber einen kennen wir ja schon. Mickey. Und eine Person sieht verdächtig aus nach Roxas. Was hat es wohl damit auf sich? Wir starten ein neues Spiel, auf Profi natürlich, wie jede andere. Wie jedes andere Let's Play bisher von Kingdom Hearts. Nicht geändert werden, ja. Sonst glaube ich nichts. Ne, Vibrationsfunktion an, ja. In Öffnungsgrenzen und Tutorial überspringen? Nein. Okay, jetzt müsste es gleich still werden, musikmäßig. Dafür entschuldige ich mich schon mal, aber. Oh, nein, ja, noch nicht. Entschuldigung. Ein bisschen von dem Intro weggemacht, von dem Sound. Ja, nochmal Disney und Square Enix. Kingdom Hearts Birth by Sleep. Eine Vorgeschichte zu Kingdom Hearts. So, jetzt wird's still. Jetzt sehen wir einige Szenen, die wir hätten sehen sollen nach dem zweiten Teil. Bams. Sehr geil. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dieses Spiel ist storymäßig meiner Meinung nach das beste Kingdom Hearts. Ich liebe es, wenn irgendwie Geschichten so per Prequel erzählt werden. Ja, hier geht es nicht um Sora, Rico oder Kairi. Hier geht es um ein paar andere Helden. Außerdem bekommen wir mal ein paar Antworten zu einigen Sachen. Ah, sehr schön. Ich glaube, es spielt 10 Jahre vor Kingdom Hearts 1. Und ja. Es geht um diese drei Charaktere, diesen alten Mann, diese andere Person in der Maske. Ja,
Ja, stell dich einfach simpel und clean hier vor. Intro vom ersten Teil. Genau das wird nämlich gerade ja abgespielt im Hintergrund. Kann ich wegen offensichtlichen Gründen natürlich nicht abspielen, weil sonst fliegt das Video so schnell runter, so kann ich gar nicht gucken. Yay. Yay, eine dunkle Sphäre wird in den Himmel geschossen. Gelbe Augen. Was soll das so bedeuten? Oh, ich freue mich. Das Spiel habe ich, glaube ich, nur einmal gespielt. Bisher. Mal zweimal. Ich konnte das Spiel erst spielen, nachdem ich die 2.5 Version gekauft habe. Ich hatte nie eine PSP vorher, deswegen kam ich leider nie früher in den Genuss von diesem Spiel. Was ich schade finde. Und dafür habe ich direkt die Final Mix Version spielen können. Ist auch nicht schlecht. Und Sora und Rico. So. Er sprach, es werde wieder Ton. Also, was wir sehen, ist natürlich das Island. This world is just too small. Diese Gucken kennen wir auch. Die Fragen fangen schon an. Ich weiß nicht, wie lang diese Parts werden. Ich will das Spiel noch vor Release von 2.8 hier durchspielen, aber ich glaube, das wird nicht möglich sein. Ich habe dann 24 Tage. Ich glaube nicht, dass das Spiel nur so kurz sein wird. Also wenn ich ein bisschen durchwasche, weil Level sind ja nicht so wichtig in dem Spiel. You see, an empty world, like a prison. I imagine you will be right at home. Aber es gibt auch nicht viele Welten in diesem Spiel. Ich glaube nur 6 oder 7 oder so. Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass ich das. Wenn nicht, dann muss ich 2.8 halt anfangen, während ich dieses Spiel spiele. Hey, wo bin ich? Who's there? Okay. Und unnötiger Nudismus. Warum hat er kein Oberteil an? Ich weiß, das soll irgendwie so was mit Reinheit oder so zu tun haben, aber trotzdem. Der Kollege sieht nicht so gut aus. Ich bin ein ganz neues Herz. But this is... Why are you in my heart? Das Licht hat mich hergeführt. Saß in der Ferne und bin ihm gefolgt. Yeah, that was my light. But my heart is fractured, and now the little I have left is slipping away. Dann solltest du es dein Herz mit meinem verteilen. Ja, das Falschlesen fängt schon wieder an. Unsere Herzen haben sich jetzt berührt. Berühren. Nichts wird dir mehr entgleiten. Hm.
Und eines Tages bist du stark genug, dir zurückzuholen, was du bisher verloren hast. Right. Thanks. Es ist jetzt Zeit für dich aufzuwachen. Wir messen. Open the door. Verwirrt mich einfach nur, warum er kein Oberteil anhat. Was soll das? Ein sehr krass aussehendes auch noch. Schön. Ja, voll die religiösen Anspielungen, ja. Moses und so. Kingdom Hearts wird oft mit Religion irgendwie verglichen. Und Star Wars. Was beides das gleiche ist, oder? Ja, ich versuche, ob ich das erste bisschen alles in einem Part so quetschen kann. Das heißt, der Part könnte ein bisschen länger werden. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Was ist los? Person, die aussieht wie Roxas. A meteor shower. Yay! Dutzende kleine Sterne, die auf Städte und so hin und her passeln. Für Dutzende Tote sorgen. Und wir sind in der Welt. Land des Aufbruchs. Land of the Patrol. Ausgezeichnet. Oh, ich freue mich schon. Aber ich glaube, ja, die Steuerung wird wieder ein bisschen komisch. Sehr schön. Oh, das Spiel wird toll. Das ist die Story, obwohl die Kämpfe, die sind auch geil. Das Spiel ist mehr auf Kämpfe ausgelegt als alle anderen. Okay. So, springen. Kamera drehen. Kamera ist natürlich inventiert, was richtig doof ist. Und die erst noch bearbeiten. Ja, jetzt alles. Hey, X angreifen. Kann immer noch nicht. Okay, Bob. Hier zu Gegner, zerstörte Objekte, als dafür oft Kugeln. Ja, das kennen wir auch alle. Grüne Kugeln heilen uns und so weiter und so fort. So, Spezialmanöver mit R2 und R2. Was tun für Aggressionsprobleme? Aber R2 und L2 tun wir die ganzen Fähigkeiten hier ändern. Zum Beispiel Schwertwurf. Wurf. Ja, mit R1 kann man amüsieren. Wurf.
Ich würde ein bisschen hier skippen, ne? Ich habe da nichts dagegen. Ja, jetzt können wir als Ziel wechseln. Da ist eine Truhe. Muss öffnen, da ist ein Schlüsselloch. Muss meinen riesigen Schlüssel da reinstecken. Kann ich jetzt? Nein. Ja. Mit X macht man das, nicht mit Dreieck. So, wir haben Sturm aufhalten. Das ist eine Fähigkeit, ein Angriff. Und Dank, wir werden dadurch. Sich doch nicht. So, ich muss sofort die Steuerung ändern. Ja, wir können die Kommandodecks ändern. Die Kommandos, die wir hier haben, werden alle ja gelevelt nach einer Zeit. Und ja, je nachdem, was wir ausgerüstet haben, die sind alles so Karten mehr oder weniger, und das ist so ungewohnt mit der Steuerung. Aber mit Viereck kann man nur noch nichts machen. Ah. Dann gehen wir weiter. Wieder hoch. Wieso kann ich da nicht hoch? Ich hänge nur ein bisschen ab. Okay, ich kann da nicht hoch aus irgendeinem Grund. Okay, das ist so ein Grund, weil wir wieder so langsam sind. Ey. In Kingdom Hearts 2 sind wir durch die Gegend geflogen schon. Glaubt ihr nicht? Why does it seem so familiar? Hast du nicht gesehen, was vor 10 Minuten passiert ist? Hi. Whoa! Dann haben wir unsere Anspielung an Kingdom Hearts 1. Give me a break, Aqua. Ven, you hopeless sleepyhead. You know, you should have at least brought a blanket. But did I dream that place up? It really felt like I'd been there before, looking up at the stars. Except you've always lived here with us. Yeah. I know. Hey, Aqua. Hmm? You ever wonder what stars are? Where light comes from? Hmm. Well, they say that every star up there is another world. Huh? Oh. Terra. Yep. Hard to believe there are so many worlds out there besides our own. The light is their hearts, and it's shining down on us like a million lanterns. What? I don't get it. In other words, they're just like you, Ven. What does that mean? You'll find out someday. Ein bisschen Laterne. I want to know now. You're too young to know now. Quit treating me like a kid. Hey, what are you laughing at? I can't help it. You two would make the weirdest brothers. Huh? Viele Leute beschweren sich über die Stimmen von Terra und Aqua, die irgendwie fehlplatziert sind oder sich nicht gut anhören. Nach der Zeit gewöhnt man sich. So schlimm fand ich die jetzt nicht. Ich meine, ich fand sie nicht so gut, aber es könnte noch schlimmer sein. Terra, you and I have our Mark of Mastery exams tomorrow. I made us good luck charms. Whoa. Here. I get one too? Of course. One for each of us. Yeah. Somewhere out there, there's this tree with star-shaped fruit. And the fruit represents an unbreakable connection.
So as long as you and your friends carry good luck charm shaped like it, nothing can ever drive you apart. You will always find your way back to each other. Technically, I think you're supposed to make them with seashells, but I did the best with what I had. Why, sometimes you are such a girl. Hey, what do you mean sometimes? So this isn't a real good luck charm? Well, that's yet to be seen. But I did work a little magic on it. Really? What? An unbreakable connection. Ja, die Stimmen sind nicht. Dafür gibt es andere gute Stimmen. Mark Hamill kommt zum Beispiel in dem Spiel vor. Also Luke Skywalker. Und Mr. Spock. Well, tomorrow is the exam. Anybody want to spar? I can take you. Boah, wenn nur Aggressionen zum Abbauen. Jetzt mich sehen sollen, als ich dieses eine Ding da fertig gemacht habe. Boah, als ich nur im Kreis gedreht. Okay, aber wir spielen Terra. Das ist die LP-Leiste. Wenn die 0 ist, bist du tot. 4 kann man sich verteidigen. Hey, komm her, oder ist so ungewohnt, ne? So, mit 4 kann man blocken. Okay. Kommandoleiste. Ja, die fühlt sich im Kampf. Ich versuche also alles zusammenzufassen. Boah, schauen 13-Jährigen weg. Obwohl ich irgendwie, weil ich 18 bin vielleicht. Aber wenn die voll ist, dann kann man so einen Abschlussangriff machen, genau. Wenn ein bisschen stärker ist. Ja, mit 3 kann man die Kommandos einsetzen. Du hast jetzt alles vor, alles nicht toll, alles zu erklären und zeigen und so. Dann werdet ihr ja schon kopieren, ne? Ihr kennt das Spiel da alle, hallo? Ja, guckt sich dann kennt das Spiel nicht. That works fine if you're fighting one-on-one, but you need to know how to handle a crowd too. Das heißt, es ist Mann gegen Frau. Und jetzt Aqua. Mit Fokus. Mit 1 kann man den Multifokus aktivieren. Damit muss ich die Gegner anvisieren. Und damit X loslassen. Uff. Dann kann ich Seifenblasen schießen. Dafür braucht man Fokus, ja. Ich habe schon oft Kämpfe von diesem Spiel gesehen und voll wenig Leute tun irgendwie dieses Ding einsetzen. Dabei ist das voll nützlich. Jetzt in den schwersten Kämpfen. Okay, let's wrap this up. Als wer möchtest du antreten? Nimm Aventus. Der Rosa ist Terra. Die Dame heißt Aqua. Der Kleine heißt Ventus. Das ist alles Latein, bedeutet Ventus, Wind. Ventus bedeutet Wind, Terra bedeutet Erde und Aqua Wasser. Und er hat Aero. Was für ein Zufall. Rollen wird irgendwie gar nicht erklärt, aber wir können auch rollen. Das war es dann gleich eigentlich schon für den Part, würde ich sagen. Können glaube ich jetzt theoretisch noch weiter kämpfen, aber lassen wir das. Noch einmal kämpfen? Nein. Trust me. You guys are ready. We're gonna clean up the exam tomorrow. I hope it's that easy. It's like the master said. Power is born within the heart. When the time is right, you just need to look inside yourself and you'll find it there. Müssen wir auf Dings gucken, auf Terras Hand. Da irgendwie deformiert aus. So, das wird alles erklärt. Oh. We don't want to lose track of stuff that's happened. Ja, wir müssen unser Spiel speichern. Da ist ein Speicherpunkt. Ich glaube, wir können hier im Moment nicht speichern. Oder? Wir sind einfach weg. Das ist so blöd mit der Kamera.
Ja, ich würde am liebsten speichern, aber lassen wir das. Weil dann werden die ganzen Spielstände angezeigt, die ich schon habe. Die müssen noch nicht angezeigt werden. Ich werde den Part gleich beenden. We're gonna head back. Yeah, me too. Ja, damit wurden die Charaktere mehr oder weniger vorgestellt. Hat so alles in einem Part gepasst. Ich fasse nicht. Together. Always. That would be the last night we ever spent beneath the same stars. Aww. Das ist ein bisschen demotivierend. Oh, da ist Mickey. Oha. Bei was auch immer er gerade macht. Da haben wir Mr. Krasser Blick. Mickey, I cannot shake the feeling something terrible is about to transpire. Ach, was wird schon Schlimmes passieren? Drei Freunde, die wahrscheinlich nie mehr wiedersehen, einander nie mehr wiedersehen oder so. Was kann schon passieren? Ich meine, wir sehen keinen von denen in Kingdom Hearts 1 oder 2, was da später kommt, also oh. Und ja, unsere drei Hauptcharaktere. Nachdem du einen der drei Charaktere ausgewählt hast, spielst du die Geschichte mit diesem Charakter bis zum Schluss durch. Je nach Charakter variieren die Schauplätze, die du besuchst, und die Charaktere, auf die du in deiner Reise treffen wirst. Erst wenn du die Geschichte mit allen drei Charakteren durchgespielt hast, erschließt sich die gesamte Tragweite der Handlung. Und ja, das habe ich natürlich alles geschafft schon. Und ja, die offizielle Reihenfolge ist Terra, Ventus und Aqua. Und ja, ich fand bisher immer die Reihenfolge Ventus, Aqua und Terra am besten. Und zwar aus dem Grund, weil die Storys dann immer besser werden. Also Ventus Story ist, also Aqua Story ist besser als Ventus, Terra Story ist besser als Aqua, finde ich. Deswegen gehe ich immer in der Reihenfolge. Und ja, deswegen werden wir anfangen mit Ventus. Und zwar in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Kommentar oder ein Like oder ein Abo irgendwo da unten da unter dem Video. Dauert nur eine Sekunde und so und kann den Kanal sehr weiterhelfen und mich auch sehr erfreuen. Oh. Und ja, würde sagen, kann ich von hier aus irgendwie weggehen? Ja, ich würde sowieso weitermachen, Leute. Jedenfalls, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sage Tschüss!